Originelle Formate, raffinierte Oberflächen und faszinierende Farbkombinationen. Das alles findet man auf der größten Fliesenmesse der Welt, auf der Cesaie in der norditalienischen Stadt Bologna. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir einmal durch die Hallen schlendern und Ihnen einen kleinen Einblick vermitteln von der unglaublichen Vielfalt der Wand- und Bodenfliesen für den gesamten Wohnbereich und speziell natürlich für das Badezimmer. Ja, Herr Fellhauer, als Geschäftsführer des Deutschen Fliesenverbandes sind Sie ein alter Hase auf der Cesaie und bestens mit den Trends vertraut. Wie sind Ihre Eindrücke dieses Jahr und wie schätzen Sie die Trends oder wie sehen Sie die Trends der deutschen Fliesenhersteller im Speziellen? Die Cesaie ist aus meiner Sicht die weltwichtigste Messe. Hier sind alle wichtigen und großen Fliesenhersteller vertreten. Die Trends sind ähnlich wie im letzten Jahr die Fortentwicklung von Natursteinoptik und Holz, aber auch die 3D-Formate haben sich weiterentwickelt. Formate ist auch hier zu beobachten, dass die Formate grundsätzlich größer werden. 1,20 x 1,20 ist ja schon keine Besonderheit mehr. Aber auch der Trend zurück zum Mosaik, 1 x 1 cm, sehen wir zuhauf. Und die Kombination zwischen den kleinen und den großen Formaten macht auch die Vielfalt in der Verlegung und auch in der Gestaltung mit der keramischen Fliese aus. Haben sich denn die Trends der letzten Jahre schon in Deutschland durchgesetzt? Sieht man da eine Entwicklung in den deutschen Badezimmern? Können Sie das nachvollziehen? Also in die Badezimmer kann ich natürlich nicht hineinschauen, aber wir können von den Verkaufszahlen und aus den Gesprächen mit den Fachhändlern und auch mit der Industrie feststellen, dass der Trend zu Großformaten auf jeden Fall anhält. Je größer, desto besser, kann man fast sagen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Auch die Zwischenformate sind wichtig für die Gestaltung in den einzelnen Bädern, ob groß oder klein. Und wie gesagt, auch das Kleinstformat der Mosaik ist ein tolles Gestaltungselement wieder im Kommen. Und da gibt es einige Hersteller, die haben wirklich schöne Produkte zu bieten, auch deutsche. Wo kann sich denn der Endverbraucher noch mal genauer informieren über die neuesten Fliesentrends? Haben Sie eine Plattform? Bieten Sie da Informationsmaterial an? Ja, das ist ein guter Hinweis. Also zunächst mal in der Zeitschrift Wohnbaden wird ein schöner Artikel erscheinen, in dem die Trends auf der Cesaie, aber auch in Deutschland wiedergegeben werden. Es gibt auch eine Plattform beim Fliesenverband, www.fliesenverband.de oder Deutsche Fliese. Dort kann man sich erste Eindrücke verschaffen und auch das Thema deutlich vertiefen, nicht nur in Bad und Küche, sondern auch im gesamten Wohnbereich von Bad über das Schlafzimmer oder das Wohnzimmer hin zur Terrasse. Das ist alles das, was Fliese eigentlich kann, häufig leider nicht erkannt. Ja, Frau Schmidt, als Geschäftsführerin des Unternehmens Jasper sind Sie ja absolute Expertin in Sachen Mosaike. Lassen Sie uns doch gemeinsam ein bisschen Lust dem Endverbraucher auf das Thema Mosaike machen. Mosaik ist ein sehr schönes Thema. Mosaik hat Tradition, hat Kultur. Schon seit über Tausenden von Jahren pflegt man mit Mosaik zu arbeiten. Es gibt sehr große Unterschiede zwischen Mosaiken und Mosaik. Zum Beispiel im Material. Es gibt Glasmosaik, es gibt keramisches Mosaik oder mit Naturstein kann man auch sehr schön Mosaik legen. Die Unterschiede sind wesentlich, zum Beispiel zwischen Keramik und Glas. Glas hat immer eine harte Oberfläche, Glas. Brillant in der Farbe, aber es ist in der Anmutung eher etwas kühler als keramisches Mosaik. Die Cesaie hat sich einmal mehr als internationale Leitmesse für Architekturkeramik bestätigt. Mehr zu den Fliesenneuheiten und einen ausführlichen Bericht in Ruhe zum Nachlesen finden Sie übrigens auch in der aktuellen Ausgabe des Trendmagazins Wohnbaden. Zum Kaufen am Kiosk oder zum Bestellen direkt bei uns im Krammer Verlag unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Und vielleicht sehen wir uns wieder im Herbst hier auf SHK-TV oder sogar auf der Messe im schönen Bologna. Dort lädt dann die kommende 30. Cesaie vom 25. bis 29. September 2012 erneut zum Erkunden der neuesten Kollektion ein und wir werden selbstverständlich wieder darüber berichten. Bis dahin erst einmal tschüss und auf Wiedersehen.